Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hieß es bei den golfspielenden Fußballern und ihren Freunden. Die Gofus legten selbst Hand an beim Spielplatzbau in Senden im Münsterland. Was nicht passt, wurde passend gemacht. Wie hier vom Bremer Kultlibero Rigobert Gruber. Und Flankengott Abi Abramczyk spuckte kräftig in die Hände. Mir haben sie also quasi eine Schippe gestellt. Also ich musste Sand schöpfen, also ohne Ende. Ich weiß nicht, wie viele Karren ich da aufgeschüttet habe, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Neben dem Spielplatz renovierten die Gofus ein Basketballfeld, das jetzt einen ehemaligen Nationalspieler als Paten hat. Dinge, die wir machen, haben Hand und Fuß. Das Geld wird nicht irgendwo für andere Dinge eingesetzt, außer für Kinder und Jugendliche. Wir haben viel bekommen durch den Sport und geben das eben wieder zurück mit unseren Sponsoren zusammen. Der angrenzende Bolzplatz wurde mit einem spontanen Eröffnungsspiel gegen die Kinder aus der Nachbarschaft eingeweiht, bevor es dann offiziell wurde. Der 110. Spielplatz der Gofus ist eröffnet. Am Abend dann die Auslosung für das vierte Matchplay der Gofus. 28 Teams pro Mannschaft im Vierer-Bestball. Die Fußballwelt- und Europameister gegen ihre Freunde aus der Wirtschaft. Allerdings noch ohne einen ihrer größten Hoffnungsträger. In den letzten Jahren regelmäßig gespielt. Ab und an ging es da mal nicht so, weil Verletzungen dazu kamen. Im letzten halben Jahr gar nicht. Deswegen werde ich auch morgen leider nicht dabei sein. Aber ich werde angreifen. Also ich habe auf jeden Fall das Ziel, das eine oder andere Turnier auch mal in der Zukunft zu gewinnen. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, weil es sehr, sehr viele gute gibt, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr ehrgeizig sein werde. Gespielt wurde im Golfclub Münster-Tinnen. Aber bevor es um den großen Pott ging, erstmal Ryder Cup. Die Gofus unterstützen aktiv die deutsche Bewerbung für 2022. Das ist das beste Event, was es gibt, das größte. Es ist wie eine Weltmeisterschaft im Fußball. Die Gofus angetreten mit voller Kapelle mit Champions League-Sieger Martin Kreh. Und extra eingeflogen Weltmeister Stefan Reuter. Die Mannschaft hat jetzt am Montag auch frei nach dem überraschenden Sieg in München. Und dann war das eine gute Gelegenheit, hier bei den Gofus mal mitzuspielen. Ein erneuter Spaziergang für die Gofus, so schien es. Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhoff schaltete vielleicht etwas zu früh ab. VfL Bochum-Manager Christian Hochstetter reihte dagegen Birdie an Birdie. Andere mussten kämpfen, wie Thomas Hengen, der ehemalige Libero aus Kaiserslautern. Und so wurde es doch nochmal spannend. Ja. Aber am Ende konnte es nur einen Sieger geben. Endstand 17,5 zu 10,5. Und damit zum vierten Mal in Folge Matchplay-Sieger. Die Gofus. Es war eine tolle Veranstaltung, ein tolles Event, grandioser Platz, sehr, sehr viele nette Leute heute kennengelernt. Also kurzum, wirklich eine grandiose Veranstaltung.